I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Hallo zusammen, ich bin Carlos Barrera aus dem Topfit und ich möchte heute mit einem weit verbreiteten Irrtum aufräumen. Dafür würde ich einmal ganz gerne erstmal die Begriffe Fettverbrennung und Körperfettreduktion erklären, denn sie beschreiben zwei vollkommen unterschiedliche Prozesse im Körper. Bei einer moderaten Intensität werden mehr Fette als Kohlenhydrate verbrannt, bei einer hohen Intensität genauso umgekehrt. Ein Fettstoffwechseltraining zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es eine etwas längere Belastungszeit hat und eine moderate Intensität. Das Training bietet zahlreiche gesundheitliche Vorteile an, wie zum Beispiel eine Verbesserung der Blutfettwerte oder eine Erhöhung der Insulinsensitivität, was zu einer Verringerung vom Risiko von Typ-2-Diabetes führt. Ein Fettstoffwechseltraining führt allerdings nicht zwangsläufig zu einem Körperfettabbau. Körperfettreduktion oder Fettabbau steht für eine Verringerung vom Körperfettanteil, was oft einhergeht mit einer Verringerung vom Körpergewicht. Dafür ist einzig und allein die Energiebilanz entscheidend. Diese muss negativ sein, das heißt, es müssen weniger Kalorien durch die Nahrung zugeführt werden, als sie durch das Training und die Bewegung verbrannt werden. Das HIIT-Training, also das High-Intensity-Intervall-Training, ist durch einen Wechsel von einer moderaten und einer intensiven Belastung gekennzeichnet. Zum Beispiel auf dem Laufband 2 Minuten bei einem etwas lockerem Tempo, gefolgt von 1 Minute bei einem etwas höheren. Das ist deutlich effektiver als 30 Minuten bei einem eben durchschnittlichen Tempo, denn wir verbrennen dadurch deutlich mehr Energie. Wenn du effektiv abnehmen möchtest, dann hau einfach beim Training rein. Wichtig ist dabei natürlich eine auf das Trainingsziel abgestimmte Ernährung. Hast du noch Fragen zum Thema Training oder Ernährung? Dann melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf dich.